Hallöchen zusammen, da sind wir an der Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe. Das ging jetzt ein bisschen ratzfatz los. Da hätte ich klar drauf gefasst werden können, aber irgendwie war das nicht so. Daher auch einen Lebensbalken verloren. Die Rachen sind erledigt. Aber jemand muss diese Schrumpfhämme anheben, bevor sie einsetzbar sind. Wir haben zu tun, Rex. Zum Glück bin ich ja da. Ich kümmere mich darum. Mal schauen, wie lange das die Mission jetzt noch geht. So. Oh, denn hier schönes. M5 Phalanx. Mal angucken, was denn das für eine Wumme. Da ist er. Eine höhere Feuergeschwindigkeit ist eigentlich schon mal nicht schlecht. Wir nehmen die mal. Sind hier draußen überall. Auf der linken Seite. Okay, ja. Oh, oh. Oh, nicht nett, du Mistvieh. Alle in Ordnung? Systeme sind intakt. Ich bin okay. Größtenteils. Wurden wir gerade von einem Reaper beschossen? Betrachten Sie es als Training. Okay, Shepard. Die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Okay. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Wäre ich organisch, würde ich jetzt wahrscheinlich brennen. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Okay. Bist du jetzt oder nicht? Oh, fuck. Hallo? Der hat noch nicht mal geschossen. Aber ich wusste, dass ich da mehr Anläufe für brauche. Oh, das Mantel, Hammer. Okay, Shepard, die Hämmer sind oben. Sie müssen beide aktivieren. Und gehen Sie dem Riesenlaser aus dem Weg. Also, sowas habe ich noch nie erlebt. Wäre ich organisch, würde ich jetzt wahrscheinlich brennen. Bleiben Sie in Bewegung. In Deckung bleiben. Ich bin nicht sicher, ob nur Deckung dafür ausreicht. Das ist schon. Commander, hier spricht Geschwader Artemek. Wir geben dem Reaper etwas anderes, worauf er schießen kann. Ich wusste, sie würden nicht aufgeben. Ihr Timing ist perfekt. Los, rücken wir vor! Auf der linken Seite! Einer der Hämmer! Der andere ist auf der rechten Seite! Das Problem ist erstmal, sie zu erreichen! Yeah.
Hallo? Was war denn das jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Fuck. Lauf doch weg. Ah, ich hänge hier irgendwie fest. Wieso habe ich eigentlich die Waffe gerissen? Vorbei. Okay, neue Waffe, neue Waffe. Noch einer Blatt, der zweite glaube ich auch. Mal gucken, wo der Hammer ist. Ja. Wenn man ihn zwar sehen würde bei dem Bekannten wir haben. Morden, wir haben den ersten Hammer. Wie geht's voran? Heilmittel liegt fast vor. Evas Vitaldaten fallen. Versuche dem entgegenzuwirken. Der zweite Hammer ist auf der anderen Seite. Habe ich was Besseres für den? Frostschrei vielleicht? Oh, ist klar. Shepard, bring Sie den zweiten Hammer zum Laufen. Ich gebe mir ja schon Mühe. Ich weiß, immer haben Sie den ganzen Spaß. Immer haben Sie den ganzen Spaß. Na, wo er recht hat, hat er recht. Aua. Zurück zum Truck. Ich kümmere mich um das Heilmittel. War jetzt aber schneller vorbei, wie ich dachte. Ich hatte das irgendwie länger im Kopf.
Ja, Freisetzung in 2 Minuten. Prozedur für Eva, traumatisch, aber nicht tödlich. Malins Forschung unverzichtbar. Ist sie okay? Bald in Sicherheit. Ihr Überleben ein Glück. Wird neue Regierung stabilisieren, falls Rex dumme Ideen bekommt. Rosige Zukunft für Korgana. Kontrollraum oben auf Mantelturm. Muss Fahrstuhl nehmen. Sie gehen darauf? Ja. Manueller Zugriff wegen STG-Spionage erforderlich. Sorge für korrekte Freisetzung des Heilmittels. Morden, das ganze Ding fällt auseinander. Es muss einen anderen Weg geben. STG-Gegenmaßnahmen verhindern Fernzugriff. Keine Zeit für Anpassung des Heilmittels an Temperaturschwankung. Nein. Einzige Option. Komme nicht zurück. Schlage Rückzug vor. Explosion. Morden, nein. Shepard, bitte. Muss das machen. Mein Projekt, meine Arbeit, mein Heilmittel, meine Verantwortung. Hätte gern mit den Muscheln Tests gemacht. Tut mir leid. Mir nicht. Musste so sein. Jemand anders würde es nicht schaffen. Hätte gern nochmal mit dir gekämpft. Klassische Überbrückung, aber ausgezeichnete Arbeit. Ja, ja. Temperatur jetzt innerhalb der Vorgabe. Freisetzung beginnt. Na, wenigstens sah er glücklich aus. Genophage geheilt. Organa frei. Neuanfang. Für uns alle. Vor langer Zeit hat mein Vater mich an diesem Ort verraten. Seinen eigenen Sohn. Er wollte mich töten. Also musste ich ihn töten. Direkt da drüben. Dazu hat die Genophage uns gemacht. Zu Tieren. Aber sie haben das heute geändert, Shepard. Jetzt kämpfen wir für unsere Kinder, nicht gegen sie. Nur schade, dass Mordin sterben musste. Er hätte es nicht anders gewollt. Und wo immer er jetzt auch sein mag, er legt ein gutes Wort für uns ein. Wir werden ein Kind nach ihm benennen. Vielleicht ein Mädchen. Aber Ihnen können wir persönlich danken, Commander. Sagen Sie den Torianern, ich werde Truppen nach Pelleven schicken. Und melden Sie sich, wenn Sie die Reaper von der Erde vertreiben wollen. Die Kroganer sind wieder dabei. Leben Sie wohl, Commander. Was werden Sie jetzt tun? Die neu gewonnene Hoffnung verbreiten. Im Kelfigtal versammeln sich jetzt noch Clans. Ich rede mit ihnen und sorge dafür, dass dieses Geschenk nicht vergeudet wird. Danke für alles. Ört-Not Bakara nennt sie nun einen Freund. Auf Entdeckungstour, Trophäe erhalten. Fein, fein. Das war eine großartige Leistung, Commander. Die Heilung der Genophage. Dass ich das noch erlebe. Rex hilft den Turianern, Admiral. Wir bekommen ihre volle Unterstützung. Damit fallen die Salarianer dann wohl raus. Der Preis für ihre Unterstützung war zu hoch, Sir.
Ich verlasse mich auf Ihre Einschätzung, Commander. Hoffentlich brauchen wir sie nicht. Hackett, Ende. Commander, Erdnot Rex hat begonnen, Truppen nach Pelewen zu schicken. Sie haben ihren Teil der Vereinbarung eingehalten. Nun halte ich meinen. Die turianische Hierarchie wird der Menschheit gegen die Reaper zur Seite stehen. Wir brauchen sie. Vergessen Sie nicht, wo wir leben. Niemals. Wir kämpfen gemeinsam oder sterben. Einige Trockendockschiffe sind bereit, beim Bau des Tigels zu helfen. Garrus wird sie koordinieren. Jawohl, Sir. Und wenn der Einsatz beginnt, wird unsere gesamte Flotte der Erde zur Hilfe eilen. Mögen die Geister über uns allen wachen. Ich kümmere mich sofort um die turianische Unterstützung. Sie müssen erschöpft sein. Mordin tot. Das ist sicher nicht einfach. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Wir wissen beide, dass man einen klaren Kopf braucht, um einen Krieg zu gewinnen. Es gibt keinen Spielraum für Fehler. Sie sollten sich eine Weile hinlegen. Ich sorge dafür, dass Joker keine Selbstmordmissionen anschiebt. Wenn was ist, wecken Sie mich. Okay, jetzt schien ihm schlafen. Na dann. Das schon wieder. Wenn ich immer so langsam laufen würde in den Dingen. Ist offen. Shepard, da ist etwas. Das müssen Sie hören. In Ordnung. Komme ich ungelegen? Ich dachte an die Freunde, die wegen des Kriegs nicht mehr da sind. Daran sind die Reaper schuld, nicht Sie. Denken Sie dabei an jemanden speziell? Ashley, sie hat sich geopfert, um die Sovereign aufzuhalten. Wie sie wohl gegen eine ganze Reaper-Flotte vorgehen würde. Ashley würde das Ganze wohl als Zielübung betrachten. Ja, das wäre typisch. Hatten Sie nicht etwas für mich? Der salarianische Ratsherr, es ist dringend. Und sie hat den Kommunikationsraum angerufen? Der Rat scheint den Tigel durchaus ernst zu nehmen. Wir sehen uns unten. Commander. Was gibt's denn, Ratsherrin? Shepard, mir ist bewusst, dass ich meine Position Ihnen verdanke. Und ich nehme so etwas sehr ernst. Ohne Sie würde dieser willensschwache Ratsherr Valern die Salarianer immer noch durch die Kanalisation führen. Aber jetzt muss ich ein Heilmittel für die Genophage befürworten.
Man löscht mit einem Wirbelsturm kein Buschfeuer. Es ist kein Buschfeuer, sondern der Tod der Galaxie. Machen Sie das Ihrem Volk klar. Es wird Ihnen folgen. Eine kurzfristige Lösung. Aber mehr haben wir vielleicht nicht. Das kenne ich. Aber es gibt noch einen anderen Grund für meine Anfrage. Odina, den Ratsherrn der Menschen. Wir müssen über seine Aktivitäten reden, die nicht ganz legal. Besuchen Sie mich nächstes Mal auf der Citadel. Eschiel Ende. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Na, hier ist aber los. Codex alles aktualisiert, Ernte, okay. Commander Shepard, gibt es etwas zu besprechen? Das ist alles, Sir. Informieren Sie mich. Hackett Ende. Sehr merkwürdig. Ich sollte mit ihm quatschen. Was haben wir denn hier Neues? Alien? Ah ne, das hatten wir schon. Die Gorgana O780 gleich. Ordner Drex. Die lese ich jetzt nicht alle. Gorganische Clans. Der Ordner Clan. Sehr schön. Und da gleich 780 Punkte. Nicht schlecht. Und die Torianer. 43. Marine Division. 7. Flotte. Und das Torianische Technikkorps. Ich glaube, die einen habe ich nicht richtig weggeklickt. Doch. Okay, der Gorgana ist weg, wie es aussieht. Der andere auch. Oder waren die jetzt im Dingsraum? Mal gucken. Nee. Okay, dann war es das für die Runde. Und es geht weiter beim nächsten Mal. Ich glaube dann fast von der Citadel. Dann muss ich nochmal auf die Karte gucken. Commander, Admiral Hackett hat Ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Okay, mal gucken. Mein Projekt. Na, du warst doch schon in meinem Quartier. Babys machen. Babys machen wird wieder Spaß fricken, ist klar. Ihre bedauerliche Entscheidung. Ja, man kann es halt nicht jedem recht machen. Die Turianer haben uns Zugriff höchster Freigabestufe auf ihre Kampfdaten gegeben. Ihre Schiffe sind bereits unterwegs, um die Allianzflotte zu unterstützen. So, mal schauen, ob ich doch nochmal dahin muss. Die Jahre einladen, okay. Das muss heute noch sein. Liara, Sie wollten etwas in meiner Kabine besprechen? Ja, ich bin gleich da. Nur herein. Danke, setzen wir uns. Ich habe über unser Wissen über die Reaper nachgedacht und wie leicht es wieder verloren gehen könnte. Darum plane ich, Dinge für die Zukunft aufzubewahren. Was ist das? Eine Art Akte der Galaxie. Informationen über Reaper, Portale, verschiedene Kulturen und Baupläne des Tigels. Zu einem Eintrag hätte ich gern Ihre Meinung. Welchem? Ihrem. Ich würde mich geehrt fühlen. Wie soll sich die Geschichte an Sie erinnern? Beschreiben Sie, wie schwer meine Kämpfe waren. Dass die Reaper besiegbar sind und ich deswegen eine ganze Galaxie versammelt habe. Gefällt mir. Jede Zivilisation nach uns braucht Helden, auch wenn sie dann alt und fremdartig sind. Sie wollen aus mir sowas wie eine Legendengestalt machen? Ich kann nichts dagegen tun. Wir sind befreundet. Das ist wahr. Sie waren auch für mich da, Liara.
Nein, ich hätte mich Ihnen auf Ilium gerne angeschlossen. Ist schon in Ordnung. Naja, ich habe gerade Ihren Namen in die Sterne geschrieben. Okay. Plus zwei Ruf. So, ich wollte aber noch kurz auf die Karte gucken. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, wäre jetzt auch so mehr oder weniger das Einzige, was laut Karte noch offen ist, die Zitadelle. Ich weiß nicht, ob da nochmal was dazugekommen ist. Okay. Zitadelle. Genau, und da ist eine Menge. Hier ist die Silvero-Säger-Basis. Okay, auch interessant. Ganz schön viel. Ich muss mal irgendwann die Systeme noch anfliegen und da mal nach verschiedenen Sachen suchen. Okay, das war's dann tatsächlich für die Runde. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye.